Hallo und herzlich willkommen auf unserem Kanal KJ Kali Adventures. Ich bin der Jan und heute gibt es ein neues Video zum Thema selber bauen im VW T6 California Ocean. Wobei heute geht es eigentlich gar nicht um den Bulli, sondern vielmehr um unseren kleinen Campinggasgrill. Und wie er aus dem kleinen im Handumdrehen einen ganz großen macht, das zeige ich euch in diesem Video. Ja, fangen wir erstmal damit an, was ihr alle benötigt. Natürlich benötigt ihr den Grill samt den kurzen Füßen, die da im Original dabei sind. Anstelle der blauen Kappen, die hier auf den Füßen sind, benötigt ihr dann 25 mm Gummikappen. Ihr braucht einen Zollstock, um das Ganze zu messen. Ideal ist ein Rohrschneider, alternativ geht aber auch eine Metallsäge, ein Cuttermesser und die wichtigsten Teile, die Peggy Perfect Besenstiele. Ich habe die bei uns direkt im Baumarkt um die Ecke gefunden. Es gibt die auch online. Ich verlinke sie euch auf jeden Fall mal in der Videobeschreibung, wenn ich im Baumarkt oder bei Amazon welche finde. Passt nur auf, ich habe auch schon welche gesehen für 20 Euro. Die Teile hier kosten in der Regel pro Stück 5 Euro und davon benötigt ihr zwei. Also mit den Gummikappen, die ihr dann noch braucht, seid ihr in etwa mit 11 Euro dabei und habt euren Grill auf hohe Füße gestellt. Als erstes entfernen wir mal die blauen Kappen. Ich habe die jetzt nur locker drin, normal lassen die sich mit einer Zange aber relativ leicht entfernen. Und weil ihr die später immer wieder verwenden könnt, habe ich die mir einfach zusammengesteckt und mit einem Stückchen Isolierband gesichert und dann kommen sie auch nicht weg. So, die brauchen wir nicht mehr. Als nächstes geht es daran, dieser Innendurchmesser passt perfekt zu diesen Besenstielen. Die haben, ja, keine Ahnung, die sind aus Blech oder was auch immer, also Alu ist es nicht, aber die haben nochmal so eine Gummi-Plastik-Ummantelung und wenn ihr diese entfernt, passt der Innendurchmesser ohne diese Ummantelung perfekt, um sie hier in diese Originalfüße reinzustecken. Ein Besenstiel ist in etwa 1,30 Meter lang. Natürlich fallen vorne und hinten die Kappen weg, die müssen wir wegschneiden. Und somit komme ich auf eine maximale Länge von 65 cm pro Besenstiel. Wir brauchen natürlich drei Füße, das heißt, ihr benötigt zwei Stück von den Teilen. Und der Abfall, aber auch dafür habe ich schon gleich eine gute Verwendungsmöglichkeit für euch im Anschluss an das Video. Jetzt fangen wir erstmal an und kürzen den Besenstiel hinter den eingepressten Gewinden und messen uns dann unsere 65 cm ab, die wir brauchen. So ein Rohrschneider ist dafür natürlich ideal. Ihr braucht gar nicht viel Druck aufwenden, einfach langsam ein paar Kreise rumdrehen und dann habt ihr den Besenstiel schon gekürzt. Das Teil, was wir hier abgeschnitten haben, das braucht ihr nicht mehr. Wenn wir schon dabei sind, machen wir das gleiche gleich mit dem zweiten. Weiter geht's, dass wir uns jetzt die 65 cm abmessen. Ich habe jetzt natürlich keinen Stift dabei, aber auch dafür ist das Cuttermesser gut. Ich habe mir jetzt hier eine kleine Kerbe gemacht und kann an der Stelle wieder meinen, wenn ich sie dann wieder finde, wieder den Rohrschneider ansetzen. Hier müsst ihr aufpassen, weil das Rohr hier noch dünner ist. Hinten steckt ja zumindest hier noch das schwarze Plastik in der Mitte. Hier haben wir gar kein Material mehr innen drin. Dementsprechend wirklich ganz langsam den Rohrschneider ansetzen und mit minimalem Druck so lang, bis es von alleine mehr oder weniger durchgeht. Okay, Nummer 1 ist fertig. Das hier heben wir uns mal auf. Kürzen erstmal das zweite auf 65. Also es gibt bestimmt noch andere Besenstiele oder andere Materialien, die hier vom Durchmesser genauso gut geeignet sind. Nur ich mache es mir gerne so einfach wie möglich und dabei sind mir die Teile in die Hand gefallen und ich dachte, perfekt, das passt.
ist zwar nicht dafür bestimmt, aber hiermit habe ich am wenigsten Arbeit. Ich muss nur kürzen und habe ideale Durchmesser, die zueinander passen. Nummer 2. Jetzt wird es noch mal ein bisschen blöd. An der Stelle können wir uns nicht den Luxus erlauben und einfach unterhalb von dem Schwarzen abschneiden, weil hier haben wir nur, ich weiß gar nicht, wie viel haben wir hier noch übrig. Ja, genau 60. Das heißt, wir müssen schon noch ein Stück weiter hier hoch. Also nahe unterhalb von dem Schwarzen müssen wir abschneiden. Auch hier nutze ich den Rohrschneider, um erstmal das Plastik zu kappen. Okay, ab und zu muss man sich halt mal ein bisschen behilflich sein. Anscheinend kleben mittlerweile diese schwarzen Kappen an dieser Ummantelung. Dementsprechend schneide ich jetzt einfach schon die Ummantelung da ab, wo ich sie abbrauche, und kann dann hoffentlich das Schwarze direkt mit abziehen. Ich habe jetzt mir noch mal eine kleine Säge, die ich hier am Multitool hatte, dazu genommen, um das Ganze mal einzuschneiden. Aber daran habe ich halt gemerkt, dass das an der Ummantelung festklebt. So, wie viel müssen wir denn abschneiden? Das waren bei meinen Originalen, ich glaube, 16 cm. Genau. 16 cm lang müssen wir die Ummantelung wegnehmen. So, mache ich mir wieder mit dem Cuttermesser meine Markierung und ich probiere es nochmal mit dem Rohrschneider, allerdings jetzt ganz, ganz vorsichtig, dass ich bloß nicht was vom Rohr wegnehme. Gehe ich nur einmal rum, das hat sich jetzt schon so angehört, als hätte es die Ummantelung zerschnitten. Schneide ich die mal einfach der Länge nach ein. Ja, und dann kann ich sie auch ganz einfach abnehmen. Allerdings klappt das noch nicht ganz. Doch, auch das Schwarze kann ich so abziehen und habe jetzt perfekt das Rohr mit den 16 cm. Man sieht es nur, ein ganz kleiner Unterschied, die Ummantelung hin zu dem normalen Rohr. Aber genau das reicht, um das genau hier drauf zu stecken. Und es schlägt dann oben an dem Schwarzen an und kann auch quasi gar nicht weiter drüber rutschen. Nummer 1, fertig. Machen wir das Gleiche hier. Also jetzt, wo ich das wieder gemacht habe, zieht einfach diesen Stopfen erstmal raus. Das funktionierte ganz gut, indem er einfach irgendwas reinnimmt und einfach nur rauszieht. Damit macht er den schon mal nicht kaputt. Wobei auch der hier ist nicht kaputt. Hier hängt nur noch das Restliche von dem Plastik dran. Die brauchen wir, wie gesagt, später noch. Und dann mein Tipp, messt von unten 65 und dann guckt ihr genau natürlich, von 65 16 abgezogen und schneidet zuerst den Schnitt, schneidet euch dann der Länge nach, wie gesagt, das Plastik ein, und dann sollte es jetzt hoffentlich auch gehen, ohne dass ich mit dem Schwarzen hier kämpfen muss. So. Okay, das ist vielleicht doch noch ein bisschen zu viel. Also kommt wieder
wieder die Säge zum Einsatz. Und dann geht's der Peggy Perfect an den Kragen. Okay, was haben wir hier noch für typische Werkzeuge dran, die wir jetzt gerade mal benutzen könnten? Ja, mal gucken, wie es mit dem Messer aussieht. Ist vielleicht stabiler als das Cuttermesser. Perfekt. Das erste Teil haben wir geknackst und das zweite war ja eben schon so, dass ich es wegziehen konnte. Diesmal hängt die Folie nämlich nicht dran, aber so. Und auch hier Nummer 2 fertig. Perfekt, genau. Brauchen wir nur noch einen und da haben wir ja jetzt hier quasi 2 Stück zur Auswahl. Bei denen geht es leichter. Das heißt, hier haben wir ja nicht mehr diese Endstücke dran. Wir brauchen also nur unsere 16 cm markieren. Und auch Nummer 3 einmal kürzen. Beziehungsweise nicht kürzen, sondern ja nur die Folie wieder einschneiden. Und dann können wir auch die entfernen. Ja, und dann kommen auch schon die Gummistopfen ins Spiel. Wie gesagt, 25 mm. Und die kommen natürlich an die Seite, wo ihr nicht verdünnt habt, und das zusammen mit den Füßen machen wir jetzt wieder unten dran und damit sind wir fertig. Und damit habt ihr aus dem kleinen Partygrill einen großen gemacht und könnt perfekt im Stehen hier dran grillen. Was ihr noch machen könnt, ihr habt einen Teil übrig und ihr habt die 2 Stopfen übrig. Die kommen da wieder rein und ihr kürzt euch das Ganze auf die Länge, die ihr benötigt. Was ich daraus gemacht habe, das zeige ich euch kurz. Und zwar habe ich mir daraus einen Küchenrollenhalter gebaut. Bei mir war es nur so, ich hatte am Anfang zu viel Verschnitt, wo ich das erste Mal ausprobiert habe, dass ich noch ein bisschen verlängern musste und habe es deshalb mit Isolierband hier noch verklebt. Ihr habt auf jeden Fall genug übrig, dass ihr es euch auf die passende Länge schneiden könnt und dann auch noch aus den Abfällen einen Küchenrollenhalter habt und damit für 11 Euro lange Füße und den Küchenrollenhalter. Wem das jetzt mit dem Zollstock und den Maßen zu schnell ging, ich schreibe euch gleich hier nochmal auf, wo ich genau was abgeschnitten habe und natürlich habe ich euch die ganzen Produkte auch unten in der Videobeschreibung verlinkt. Ich wünsche euch jetzt auf jeden Fall viel Spaß beim Basteln. Hoffe, das Video hat euch gefallen, auch wenn es hier ein bisschen chaotisch aussieht. Aber so ist es meistens, wenn ich anfange zu basteln. Hauptsache am Ende kommt irgendwas Brauchbares bei raus. Und gerade jetzt freue ich mich, dass irgendwann wieder die Grillsaison beginnt und ihr im Stehen grillen könnt. In diesem Sinne, wir sehen uns beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zusehen. Servus.